Wir sind beim One-Take-Bonus-Battle Alien gegen Clash Park und ich hätte niemals gedacht, dass das Battle so gut wird. Die Videos wollte ich eigentlich gar nicht berücksichtigen und letzten Endes hat es auch keinen Einfluss auf die Bewertung, aber ich betreibe mal ein bisschen Ergebniskosmetik und gebe beiden einen Punkt fürs Video. Ich hatte videotechnisch um einiges weniger erwartet als das, was die beiden hier eingereicht haben. Bravo! Bevor wir jetzt zur richtigen Bewertung kommen, muss ich Alien nochmal kurz loben. Ich hatte Alien eine Zusage gegeben, dass er ohne Battle ins Viertelfinale einzieht und gegen Sly battlen könnte, weil die Community das so entschieden hat. Danach habe ich mitbekommen, dass das einige von euch gegenüber den Achtelfinalisten unfair fanden und ich ihn damit übervorteilt hätte, also habe ich das Battle gegen Clash Parker organisiert. Problem war halt, dass Alien bereits meine Zusage hatte und die Entscheidung, ob dieses Battle überhaupt stattfindet, lag somit bei ihm. Er hätte auch einfach sagen können, dass er nicht gegen Clash Parker battlen, sondern direkt ins Viertelfinale einziehen will und ich hätte mich an meine Zusage gehalten, aber das hat er nicht gemacht. Also egal wie das Battle heute ausgeht, Alien hat sich hier echt von einer sehr sportlichen Seite gezeigt und das wollte ich nicht unerwähnt lassen. In Sachen Flow ist Alien hier der eindeutige Sieger. Alleine die Hook, die er hier hinlegt, ist schon wieder legendär. Der Typ wurde einzig und allein für die Music-Cypher auf diesem Planeten ausgesetzt. Das bedeutet nicht, dass Clash Parker flowmäßig wack ist, aber im Direktvergleich erreicht er einfach nicht den Swag-Level eines Außerirdischen. Technik. Weder Alien noch Clash Parker haben technisch wirklich geflasht. Ich gebe hier mal demjenigen den Punkt, der technisch weniger reingeschissen hat. Und das ist Clash Parker gewesen. Technisch nur solide, aber besser als Alien. Punchlines. Die Runde von Clash Parker gegen Gotcha beginnt damit, dass Gotcha von einem Krankenpfleger bewusstlos aus einem Rollstuhl geholt und ins Octagon geschmissen wird. Alien macht da eine sehr geile Einstiegsline draus, indem er sagt, dass der bewusstlose, völlig wehrlose Gotcha für Clash Parker einen ebenbürtigen Gegner darstellt. Danach bringt er eine witzige Kippenhol-Line, die zwar nicht puncht, aber ein geiler Einstieg in seine Runde ist. Er meint, er hätte das Achtel übersprungen, weil er nur kurz Kippenholen gewesen ist. Als du deinen Gegner im Video gegenüber gesehen hast, hattest du zumindest auch mal einen ebenbürtigen Gegner. Du willst gegen mich betteln? Guck, da bin ich schon. Hab das Achtel übersprungen, denn ich war nur kurz Kippenhol. Dann kommt das, wie ich finde, Highlight der Runde. Und das bezieht sich auf Johnny Dixon, der extrem so wirkt, als wäre er die Hauptinspiration für Clash Parkers Leben, würde ich schon fast sagen. Alien verpackt das in einer extrem geilen Line über Clash Parkers Hakennase. Laut Alien hat er sich die nämlich geholt, weil er am Glory Hole so lange auf den Schwanz von Johnny Dixon gewartet hat. Wie kamst du Opfer denn zur Hakennase? Hast du beim Glory Hole dann an der Wand zu lange auf Johnnys Schwanz gewartet? Das ist mit Abstand die beste Punchline, die das Wesen aus einer anderen Welt bis jetzt von sich gegeben hat. Dann gibt es eine filmische Punchline. In Teil 1 von Spider-Man aus dem Jahre 2002, fuck ist das schon lange her, kämpft Peter Parker alias Spider-Man in einem Käfig und gewinnt gegen Bonesaw. In Clash Parkers Runde gegen Gotcha dreht Clash Parker außerdem in einem Octagon, also wir haben hier doppelten Gegnerbezug, einmal mit dem Namen Clash Parker und mit der Location. Alien meint, dass das Spider-Man 1 ist, nur dass hier der Parker verreckt. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es auch so, dass in Spider-Man 1 ein Parker verreckt. Nämlich kurz nach dem Kampf stirbt Peter Parkers Onkel Ben Parker. Aber die Punchline funktioniert nichtsdestotrotz. Auch in der Hook hat Alien eine stabile Line. Und zwar hat Clash Parker anscheinend nach der Niederlage gegen Gotcha seine Battle-Karriere beendet, um dann diese Entscheidung für das Battle gegen Alien wieder zu revidieren und doch wieder zu battlen. Alien macht daraus eine schöne Punchline, indem er sagt, dass Clash Parker seine Battle-Karriere nicht beendet hat und er das jetzt für ihn übernimmt. Im zweiten Part gibt es eine witzige Line mit Bezug auf den brasilianischen Nationalspieler Neymar Jr., welcher auch nebenberuflich Bodenturner ist. Für alle, an denen das irgendwie vorbeigegangen ist, Neymar Jr. hat bei der WM mehr Zeit auf dem Fußboden verbracht als ein Fliesenleger. Alien meint, dass Clash Parker hier so oft zu Boden geht, dass selbst Neymar sich beschwert. Am Ende der Runde meint Alien noch, dass Clash Parker wegen ihm drin ist. Was auch stimmt, weil Alien, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dieses Battle überhaupt erst möglich gemacht hat. Er erwähnt nochmal Johnny Dixon, der offensichtlich eine gewisse Vorbildfunktion für Clash Parker darstellt und meint, dass es vorher Johnny war, aber jetzt er selbst der Vater von Clash Parker ist. Du bist kein Ehrenmann, hast mich angebettelt, ob ich für den Clash vielleicht bei Jules nicht was regeln kann. Jetzt kommst du wegen mir rein, Parker. Vorher war es Johnny, jetzt bin ich dein Vater. Für deine Battle-Statistik. Doch keine falsche Hoffnung, auch jetzt wird der Faggot vernichtet. Die Runde von Clash Parker puncht fast durchgehend. Es gibt kaum Lines, die daneben gehen. Clash Parker hat guten Gegnerbezug und größtenteils originelle Lines. Das beginnt schon damit, dass er meint, dass Alien Cockstellen kassiert und damit gleich einen zweiten Pferdeschwanz im Nacken hat und geht weiter mit einer echt guten Technik-Line. Damit Außerirdische auf unserem Planeten landen können, brauchen sie sehr viel fortschrittlichere Raumfahrttechnik, als wir sie haben. Clash Parker machte eine hervorragende Line draus, indem er fragt, wie Alien es mit seiner Wacken-Technik auf die Erde geschafft hat.
Dann bringt er noch gute ET-Lines und meint, dass ich nur deswegen so oft mit Kippenholen beschäftigt bin, weil ich sie permanent Alien in der Fresse ausdrücke, was auch sehr sexuell ist. Und auch der Abschluss des ersten Parts ist gelungen. Es wird ja oft behauptet, dass Aliens Menschen entführen, um an ihnen irgendwelche Experimente durchzuführen. Und auch Alien hat in seiner Runde gegen Timatic 4 Leute entführt. Clash Parker machte eine sehr witzige Entführerline draus. Du bist nur Alien, der dümmste Entführer der Welt. Schnappt sich viermal den Falschen und am Ende stirbt er noch selbst. Im zweiten Part geht er wieder auf die Frisur von Alien ein und bringt eine schöne Line mit Bezug auf Schach und Dame. Fucker, du kannst nicht aus dieser Lage fliehen. Ich setz den Bauern Schachmatt, doch er will mit dem Zopf lieber Dame spielen. Alien hat außerdem in seiner Runde gegen Timatic gesagt, dass Timatic nicht mal männlich wirkt, wenn in seinem Video ein paar Weiber dabei sind. Clash Parker stimmt ihm an der Stelle zu und bezeichnet Alien, der in Timatics Achtelfinalrunde mit im Video ist, damit als weiteres Vibe, das Timatic nicht männlich wirken lässt. Der Rest des zweiten Parts ist auch komplett stabil, was Punchlines angeht. Es gibt wieder eine Line über Aliens, in diesem Fall Pinselfrisur. Dann macht er aus der Stellung 69 die Stellung 6699. Dann gibt es eine gute Milchstraßenline und auch das Ende ist gelungen, weil Alien bereits einmal rausgeflogen ist und somit ein bereits bekanntes Flugobjekt ist. Parker vs. Fly wird in die Wege geleitet. Auch ohne Pinselkopf wirst du von mir fürs Leben gezeichnet. Und das Timatic, dass er Freunden hilft, doch bist du deinen Freunden freundlich. Ihr legt euch 6699. Guck, wie sie dich wie eine Bitch blasen lassen. Von der Wichse kannst du dir eine eigene Milchstraße basteln. Es bringt dir nichts, wenn du dich hinter der Crew versteckst, denn seit dem 16. bist du für keinen mehr ein unbekanntes Flugobjekt. Insgesamt hat Clash Parker hier lyrisch alles aus Alien rausgeholt, was in der kurzen Zeit ging. Das reicht fast für 3 Punkte bei Punchlines. Aber die Hook hat nicht wirklich gut gepuncht und vereinzelte Lines waren auch nur solide. 2:1 bei Punchlines für Clash Parker. Extrapunkt. Clash Parker hat hier lyrisch komplett überzeugt und Alien ziemlich zersägt. Extrapunkt für Clash Parker. Alien hat gut gepuncht, eine geile Hook und generell ein besseres Klangbild als Clash Parker. Extrapunkt für Alien. Das User-Voting geht an Alien. Macht 5:5, also ein Unentschieden. Und beim Unentschieden gewinnt derjenige, der die Punchline-Kategorie für sich entschieden hat. Damit ist Clash Parker im Viertelfinale gegen Sly. Okay. Ich hab Kokain und Investmentfonds, fahr im Rolls Royce mit Prinzessin vor. Egal wer redet, ich hab das letzte Wort. Ich hab das letzte Wort. Ich hab das letzte Wort.